Warum ich mitmache? Nach meiner Ausbildung wollte ich die Welt mit anderen Augen sehen. Etwas dazulernen, mit anderen zusammen etwas verändern. Das kambodschanische Lächeln, die Gastfreundschaft, die Höflichkeit, das sind alles Erfahrungen, die ich in Kambodscha als Brot für die Welt Freiwilliger gesammelt habe. Und die prägen mich bis heute. Der Freiwilligendienst hat mich in meiner Entscheidung bestätigt, soziale Arbeit zu studieren. Denn ich möchte es auch weiterhin schaffen, Menschen mit meiner Arbeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mach mit! Mit RTV ins Pfingstwochenende bei diesen Themen. Förster gesucht, bei Waldjugendspielen in Lauter, Profis geehrt, bei Gala des Sports im Erzgebirgskreis und Infos geboten bei Azubi-Fachtag in Annaberg-Buchholz. Glück auf Erzgebirge. Der Himmel ist grau, die Temperaturen stark gesunken, keiner im Garten oder auf dem Balkon. Nein, der Wetterbericht für Pfingsten verspricht so gar kein Grillwetter. Sollte die Sonne dann aber doch unerwartet mal durchkommen und im Kühlschrank wartet keine leckere Bratwurst, weiß das Regionalmanagement Erzgebirge Rat. Es empfiehlt den Service des cleveren Unternehmers Jens Drexler aus Seematal. Der Fleischermeister hat für alle Heißhungrigen einen Bratwurst-Notfalldienst eingerichtet. Seine Hotline ist täglich von 8 bis 22 Uhr geschaltet, inklusive an Sonn- und Feiertagen. Für die Idee bekam Fleischermeister Drexler 2013 den 3. Preis beim 1. Service-Innovationspreis Deutschlands zugesprochen. Wer noch etwas warten kann, nach Pfingsten hat dann auch wieder Ihr Fleischer neue Ware. Dann wird vielleicht auch das Wetter wieder besser. Gut Wetter im übertragenen Sinne herrschte beim 1. Azubi-Fachtag der Altenpflege in Annaberg-Buchholz. Oliver Taubmann hat sich für uns dort umgesehen. Am 12. Mai wird der internationale Tag der Pflege begangen. Aus diesem Anlass feierte am Donnerstag der Azubi-Fachtag in der Altenpflege in Annaberg-Buchholz seine Premiere. Eingeladen hatte die gemeinnützige Wohn- und Pflegezentrum Annaberg-Buchholz GmbH, kurz WPA. Deren Personalmanager Alexander Karl zum Anliegen der Veranstaltung. Wir haben uns einfach gesagt, okay, es gehen immer sehr viele, vor allem negativ behaftete Dinge durch die Presse, die man mit der Altenpflege in Verbindung bringt. Und wir möchten eigentlich den Tag heute dazu nutzen, um auch einmal positiv auf die Pflege zu schauen. Wir haben also die beiden Altenpflegeschulen, die ASG in Annaberg, von den Freien Schulen Annaberg, und die VBFA in Annaberg zu uns eingeladen mit ihren Altenpflegeschülern, um bei uns heute sehr interessante und informative Fachvorträge rund ums Thema Altenpflege und vor allem auch ums Thema Selbstpflege der Pflegefachkräfte zu erfahren. Die Vortragsreihe zu aktuellen Fachthemen war für die zum ersten Azubi-Fachtag gekommenen angehenden Altenpfleger vielseitig. Dr. Ulrich Zönchen, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Erzgebirgsklinikum Annaberg, referierte zum Thema Weg mit dem Stress, Burnout-Prophylaxe für junge Pflegekräfte. Am Nachmittag hieß es dann unter anderem Social Media und dein Platz in der neuen Welt, Risiken und Gefahren versus Vorteile und Möglichkeiten. Interessenten unter den rund 60 Teilnehmern des Azubi-Fachtages konnten sich zum Ausklang dann bei der WPA umschauen. Wir haben natürlich auch eins vor, wir möchten gern, sofern das Zuspruch findet, auch in Zukunft, auch diesen Tag natürlich wiederholen, sodass ich eigentlich heute schon sagen kann, dass wir sicherlich am 12. Mai 2017 dann zum zweiten Azubi-Fachtag der Altenpflege in Annaberg-Buchholz einladen möchten. Kaum eine andere Branche in der Region benötigt bereits heute so viele gut ausgebildete Fachkräfte wie die Altenhilfe. Zukunftsprognosen gehen von einem weiter steigenden Bedarf aus. Unsere Meldungen zum Ende der Woche. Das sächsische Innenministerium hat angesichts der sinkenden Asylbewerberzahlen die Konzeption zur Entwicklung der Erstaufnahmeeinrichtung im Freistaat Sachsen angepasst. Danach wird es eine Konzentration der Standorte in den drei großen Städten geben. Zu Chemnitz gehört allerdings nach wie vor der Außenstandort Schneeberg mit 840 Plätzen. Bis Ende Juni sollen insgesamt 14 Einrichtungen geschlossen werden. Spätestens Ende des Jahres 2016 ist eine nochmalige Überprüfung und Anpassung des Unterbringungskonzeptes vorgesehen. Mit Stand Ende April 2016
gab es in den sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen 2672 Asylbewerber. Die Türen des Rathauses in Markersbach sind längst verschlossen. Der Bürgermeister von Raschau-Markersbach sitzt in einem anderen Ortsteil. Jetzt wird das Gebäude abgerissen. Ein Investor für das teils marode und seit 2008 leerstehende Gebäude war nicht in Sicht. Mit dem Abbruch des ehemaligen Rathauses wird sich auch das Markersbacher Ortsbild verändern. In diesem Bereich, flankiert von Kaiserhof, Kirche und den Sportanlagen, sollen Parkplätze sowie eine Grünfläche entstehen. Die Straße zwischen Jöstadt und Grumbach wird ab kommenden Dienstag voll gesperrt. Hier werden bis zum 27. Mai auf einem Teilstück zwischen Jugendherberge und Gaststätte Heilbrunnen die Drainage und die Straßendecke erneuert. Die Jugendherberge ist aus Richtung Jöstadt erreichbar und die Gaststätte Heilbrunnen aus Richtung Grumbach. Eine Umleitung ist ausgewiesen, Hinweise für den Busverkehr sind an den Haltestellen ausgehängt. Solche Bilder wird uns das Pfingstwochenende nicht bieten können. Bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wagten sich am vergangenen Samstag knapp 200 kleine und große Wasserratten in den ca. 15 Grad warmen Filzteich in Schneeberg. Grund war das alljährliche Anbaden, mit dem traditionell die Badesaison an der ältesten Talsperre Sachsens eröffnet wurde. Über 2200 Besucher kamen an diesem Tag vorbei, um sich das Spektakel anzuschauen. Der Mut der Anbader wurde nicht nur mit dem Energiespenderausweis belohnt, sondern auch mit vielen attraktiven Preisen, Gutscheinen und Spielsachen. Den Hauptpreis von 1000 Kilowattstunden Silberstrom, das sind ca. 250 Euro, gewann Herr Schulz aus Schneeberg. Schwarzenberg sucht ein neues Burgfräulein Edelweiß, das die Stadt bei zahlreichen Veranstaltungen an der Seite von Ritter Georg repräsentiert. Bewerberinnen sollten im Alter zwischen 17 und ca. 30 Jahren sein, als Schwarzenbergerin über gute Kenntnisse zur Stadt und deren Geschichte verfügen, sowie ein sicheres Auftreten in der Öffentlichkeit haben. Bewerbungsunterlagen können bis zum 15. Juli 2016 bei der Stadtverwaltung Schwarzenberg eingereicht werden. Sachsenforst-Geschäftsführer Hubert Braun hat am Mittwoch im Schwarzenberger Ortsteil Jägerhaus CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Kraus auf einem Waldspaziergang mit interessierten Bürgern begleitet. Es war ein sehr informativer Nachmittag, so Kraus. Neben dem Waldumbau und der Jagd sei auch der Naturschutz zur Sprache gekommen. Im nächsten Jahr soll es eine Neuauflage geben. Der erzgebirgische Landrat Frank Vogel und Lauterbernsbachs Bürgermeister Thomas Kunzmann waren am Donnerstag im Wald unterwegs. Ihr Interesse galt den 18. sächsischen Waldjugendspielen, bei denen natürlich auch das Waldschulheim Konradswiese dabei ist. Am 11. und 12. Mai kämpfen ca. 100 Kinder aus den Schulen in Stolberg, Lugau und hier von der Sprachheilschule Ernst Busch in Chemnitz um den Titel Bester Nachwuchsförster. Weil die Kinder dabei einen ganzen Unterrichtstag im Wald verbrachten, gab es zu Beginn eine gut gefüllte Brotbüchse mit auf den Weg. Auf spielerische Art und Weise erfuhren die Schüler dann entlang eines Parcours mehr zum Thema Natur, Wald und Forstwirtschaft. Dazu wurden sie in Förstergruppen mit eigenem Revier eingeteilt. Ziel des Wettbewerbs war es, ein vorgeschriebenes Startgeld möglichst geschickt einzusetzen und Gewinn zu machen. So musste einerseits Geld für die Bewirtschaftung des Waldes ausgegeben werden, andererseits standen Erlöse durch den Holzverkauf auf der Habenseite. Zusatzpunkte wurden für besonders umweltbewusstes Handeln vergeben. Waldjugendspiele wurden in Deutschland erstmals im Mai 1970 durchgeführt. Auf Initiative der Schulgemeinschaft Deutscher Wald in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft sowie Kultus werden seit 1999 die Waldjugendspiele auch in Sachsen organisiert und durchgeführt. Jährlich nutzen mehr als 5000 Kinder dieses Angebot. Thank you.
Die ganze Woche schon berichten wir über die Ehrung der besten Sportler aus dem Erzgebirgskreis bei der Gala des Sports in Aue. Neben den Amateursportlern sind auch die besten Profisportler Bestandteil der Veranstaltung. Allerdings konnte Moderator Marc Huster die allerbesten nicht vor Ort begrüßen. So fehlte der Beste bei den Männern, kein geringerer wie der viermalige Weltcup-Gesamtsieger Erik Frenzel aus Geier, krankheitsbedingt. Wie die Entscheidung bei den Frauen ausging, das sehen Sie jetzt. Der Vorstandsvorsitzende der Erzgebirgssparkasse wird uns jetzt die Sportlerin des Jahres nennen. Sie haben den Briefumschlag dabei. Sie wissen Bescheid. Sie haben alles dabei. Na dann, machen Sie uns schlauer, Herr Manns. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Die Sportlerin, die Profisportlerin des Jahres. Sie hat im vergangenen Jahr in ihrer Sportart alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Sie war deutsche Meisterin, sie war kurz darauf Europameisterin und sie war Weltmeisterin in Peking. Sie hat im vergangenen Jahr ihre Bestleistung gestoßen mit 20,77 und zum Ende der Saison konnte sie auch noch die Gesamtwertung in der Diamond League in Zürich gewinnen. Wir kennen sie alle. Ich denke, sie war schon mal auf der Bühne gestanden. Unsere erfolgreiche Leichtathletin und Kugelstoßerin Christina Schwanitz. Also Profisportlerin des Jahres 2015, Christina Schwanitz. Wir bitten Sie nach vorn. Bis jetzt kann ich nichts erkennen. Herr Manns, ist sie überhaupt da? Gehen wir davon aus, sonst ist sie eigentlich nicht so schüchtern, ne? Okay. Was ist hier los, Herr Manns? Warum bin ich nicht eingeweiht worden? Was passiert hier gerade? Herr Huster, hier ist die Enterprise. Wir haben gehört, Sie haben ein Problem. Ja, Christina Schwanitz ist nicht da und wir würden gerne wissen, wo sie ist. Wir können Christina Schwanitz suchen. Nicht schlecht, die Enterprise sucht ihr uns, Christina Schwanitz. Na dann macht mal, Jungs. Wir haben Christina Schwanitz lokalisiert. Also grundsätzlich schon mal nicht schlecht, aber irgendwie müsste ich ja auch zu ihr hingelangen. Kein Problem, Herr Huster. Wir beamen Sie hoch und bringen Sie dorthin. Bitte begeben Sie sich sofort zum Transporterstrahl. Also wenn die Enterprise sagt, ich soll zum Transporterstrahl, dann mache ich das natürlich. Zum ersten Mal im Leben beamen, herrlich. Mann! Was ist denn los, Mann. Christina? Mensch, wir haben noch eine schöne Veranstaltung in Aue. Ja, schön. Ich muss ein bisschen was tun. Aber du sollst doch mit dabei sein. Ja, weißt du doch, dann musst du wieder ein Kleid raussuchen und dann wird da irgendwelche Schuhe, die nicht dazu passen und dann wieder die Geschminke und die Haare. Dann kommt wieder irgendein Moderator und drückt mir irgendein Bier in die Hand. Weißt du, wie das ist? Ja, du, aber ich bin hier nicht umsonst hier. Wieso? Ich habe eine schöne Überraschung für dich. Mhm. Also, Enterprise, Überraschung mal bitte, Erwin. Leute, was ist das? Sorry. Incorrect. Transfer complete. Ja, das ist das Richtige. Christina, du bist nämlich gewählt worden zur Profisportlerin des Jahres im Erzgebirgskreis für das Jahr 2015. Herzlichen Glückwunsch. Was sagst du? Toll. Danke. Aber du weißt ja, sollte dann mal ein bisschen was machen, ein bisschen sporteln. Zum Schluss trotzdem noch mal anstoßen? Na gut, ja? Weil du es bist. Ich wollte gerade sagen, ne? Okay. Bitteschön. Ich schau mal, ob wir hier was haben. Well.
Läuft. So, also dann, herzlichen Glückwunsch, alles gut. Zum Wohl erstmal. So, ihr könnt mich dann wieder hoch wegbieben hier, ne? Mark? So. Was für eine Reise. Eine trockene Kehle habe ich auch nicht mehr. Sehr schön. Ja, meine Damen und Herren, ich habe es an Ihrer Reaktion gemerkt. Auch Sie haben mitbekommen, es war ein kleines Späßchen. Herr Mainz, es gibt natürlich schon einen triftigen Grund, weshalb sie heute nicht da ist, ne? Ja, es gibt einen triftigen Grund. Wir hatten Sie ja am Montag in Chemnitz besucht, wo sie noch fleißig trainiert hat. Sie wissen alle, sie bereitet sich auf Rio 2016 vor. Ihr großer Traum, Olympiasiegerin dort zu werden. Und sie ist leider Gottes jetzt in dieser Woche oder musste sie ins Trainingslager nach Südtirol wegfahren. Tja, und es gab natürlich trotz alledem auch nochmal eine ganz offizielle Übergabe des Preises und auch eine ganz seriöse. Und wie das dann aussah, was da passiert ist, das schauen wir uns trotzdem auch nochmal an. Christina, der wichtigste Preis des Jahres, Sportler des Jahres im Erzgebirgskreis. Ich hoffe, du freust dich wieder drüber, du bist ja schon Dauerpreisträger bei uns, kann man sagen. Ein Jahr 2015, denke ich, das es besser nicht geben kann. Weltmeister, deutscher Meister sowieso. Diamonds League gewonnen, glaube ich. Und persönliche Bestleistung auch. Besser geht's nicht. Wir wünschen dir alles Gute. Dankeschön. Erstmal die Blümchen, dann den Preis und ein erfolgreiches Jahr 2016. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Ja, ich möchte meinem Trainer danken, ich möchte dem Physioteam und dem Ärzteteam danken, ich möchte Ihnen allen danken für diese wunderschöne Auszeichnung und ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüssi. Sie sehen ÄrzTV Kompakt. Unsere Schwestersendung ÄrzTV das Magazin ist eine Wochensendung, die immer sonnabends neu startet. Das Magazin läuft dann immer zu jeder ungeraden vollen Stunde, außer zwischen 0 und 6 Uhr. Schauen wir jetzt auf die Inhalte der neuen Ausgabe. Im Erzhammer in Annaberg-Buchholz ist Kunst und Kultur zu Hause. Neben großen Künstlern und bekannten Persönlichkeiten bekommen hier auch Newcomer die Chance, sich zu präsentieren. So auch Bianca Kaula. Die 27-Jährige zeigt in der Galerie im Treppenhaus fantasievolle Bilder und Porträts. Und da auch wir den Nachwuchskünstlern wohlgesonnen sind, kommt die junge Annabergerin in unserer aktuellen Sendung ÄrzTV das Magazin zu Wort. Mit dabei ist auch unser Mann für alle Fälle, Sven Schimmel. Er möchte Ihnen Mahlzeit sagen und bereitet einen Spargelsalat mit Rucola zu. Dessen italienische Bezeichnung verrät er uns selbst. Auf Italienisch würde das ganz gut heißen, dann heißt es nämlich Asparago con formaggi e prosciutto. So rum, genau. Den Namen muss man sich vielleicht nicht unbedingt merken. Hauptsache, der Salat schmeckt. Und dann gibt in ÄrzTV das Magazin eine Expertin wieder neue Steuertipps. Blicken wir auf eine Veranstaltung voraus. Zu Ehren von Anton Günther findet am 4. Juni 14.30 Uhr im Kulturhaus Aue eine große Volksmusikgala statt. Zu den namhaften Mitwirkenden dieser einmaligen Veranstaltung gehören neben dem gastgebenden Erzgebirgsensemble Aue unter Leitung von Steffen Kind auch die Bimmelbar-Musikanten aus Lauenstein, Zittersolist Thomas Baldauf aus Oberwiesenthal, die Sänger Frank Mäder, Gerda Akten und Iris Köcher aus Aue, die Chorgemeinschaft Schwarzenberg sowie Überraschungsgäste. Die Eintrittspreise für das gut zweieinhalbstündige Programm betragen 18 und 15 Euro. Aufgrund der zu erwartenden Nachfrage wird eine Kartenreservierung unter Telefon 03771 23761 oder Fax 03771 23762 oder per E-Mail kulturhaus.aue@t-online.de erbeten. Im Zusammenhang mit der Gala werden von Steffen Kind weiterhin Zeitzeugen gesucht, die mit Anton Günther noch persönliche Erinnerungen verbinden. In puncto Pfingstveranstaltungen möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf unser Online-Angebot lenken. Unter ärztv.de bzw. kabeljournal.de haben wir nicht nur Nachrichten aus der Region für Sie, sondern auch jede Menge Veranstaltungstipps im Angebot.
Damit ist die Woche bei ÄrzteTV Kompakt schon fast vorüber. Am Sonnabend 20 Uhr erscheint der Rückblick ÄrzteTV Woche auf diesem Sendeplatz. Aufgrund des Feiertages am Montag kommt unsere nächste neue Ausgabe von ÄrzteTV Kompakt diesmal erst am Dienstag. Dafür bitten wir um Verständnis. Gestern hatten wir über einen neuen Spielplatz in Schwarzenberg-Neuwelt berichtet. Zum Wochenschluss weitere Bilder von diesem kleinen Schmuckstück. Zuvor sage ich Glück auf. Im Namen unseres gesamten Teams darf ich Ihnen angenehme Pfingstfeiertage wünschen. Ihr Carsten Blechschmidt.